Wir haben gerade Zeug geholt, eigentlich fast mit die wichtigsten Teile noch. Und zwar, ich filme mal nachher hinten, sieht man hier einmal diese Platten, also das sind die zwei Bettplatten. Und hier sind vier solche Kanthölzer. Und zwar, also die Kanthölzer machen sozusagen die Beine von dem Bett. Und wir werden wahrscheinlich noch eventuell eins mehr brauchen oder so. Müssen wir mal gucken, aber für diese Grundfüße, die gerade stehen, ist jetzt sozusagen alles da. Und dann haben wir im Kofferraum, können wir nachher noch zeigen, noch drei solche Euroboxen. Ja, und ich denke mal, wir haben fürs Wochenende genug zu tun. Obwohl ich mir auch vorstellen kann, dass das morgen auch schon alles gesägt ist und so. Mal gucken. Ja, dann können wir uns für Sonntag eine Matratze organisieren, die wir dann holen. Genau, wir brauchen nämlich noch eine Matratze. Also wir waren jetzt gerade halt in Hohenbach und wir haben halt da auch nach Schaumstoffen geguckt und die sind aber alle zu klein. Ist ja auch irgendwie, ja nicht jetzt logisch, aber ich wüsste jetzt nicht, warum der Hohenbach so riesen, was habe ich denn, so riesige Schaumstoffe verkaufen sollte, die kein normaler Mensch braucht, weil das, was die da so verkaufen, ist eher für selbstgebaute Sitzmöbel und so. Und auf jeden Fall gucken wir deswegen halt online nochmal, beziehungsweise bei halt privaten Leuten sozusagen, nach irgendwelchen Schaumstoffen. Und vielleicht können wir da am Sonntag schon was holen. Genau, aber auf jeden Fall ist jetzt erstmal so unser Wochenendplan das Bett. Die restlichen Gardinen aufhängen und ja, wenn noch viel Zeit ist, dann überlegen wir uns noch, was wir dann noch als nächstes machen. Dann könnten wir zum Beispiel mal mit einer Bauzeichnung für die Küche oder so anfangen. Genau. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind, also es ist jetzt gerade 30 nach Nordwesten. Es ist gerade kurz nach 10. Wir sind halt früh kurz vor 6 aufgestanden. Unfreiwillig. Unser Kleiner, der jetzt mittlerweile schon zum zweiten Mal heute, also zum, nach seinem Nachtschlaf schon zum zweiten Mal schläft, weil er jetzt eigentlich aufgestanden ist, ja, der hat uns halt geweckt. Ja, also er hat halt irgendwie die letzten zwei Stunden früh oder so mit bei uns im Bett geschlafen. Und dann hat er uns halt früh geweckt. Und ja, genau, wir sind jetzt halt, wie gesagt, unterwegs. Wir haben heute früh schon einiges geschafft. Wir haben ganz viel noch im Keller ausgemistet, um Platz zu schaffen für die Sitzbänke vom Bus. Kannst du nochmal nach hinten? Ja, also hier hinten sind jetzt wirklich keine Sitze mehr drin, sondern eigentlich nur das Baumaterial, was wir gestern gekauft haben und das alte Ersatzrad. Philipp hat nämlich gestern noch das Ersatzrad gewechselt, weil da war ein altes Gammelrad ohne Luft. Krankheit, Leute. Wo war ich? Achso, ja, auf jeden Fall sind jetzt halt alle Sitze im Keller, also an den Hinteren. Dann ist der Keller trotzdem noch begehbar. Also wir haben heute früh noch ausgemistet, ausgemüllt, ganz viel weggetan, Kartons zerrupt und so. Genau, gestern Abend hat Philipp noch die Klebereste von den Rückscheinwerfern abgemacht. Also ich habe nur den Reflektor unten rechts vergessen. Ja, die waren halt getönt, also mit einer nicht legalen Tönungsfolie. Die haben wir eigentlich direkt nach dem Kauf abgezogen. Und da waren jetzt aber die ganze Zeit noch die Klebereste dran. Die hat Philipp gestern abgemacht. Und mit Nagellackentferner. Ja, also geht das ganz gut. Also mit Aceton wäre es besser. Also entweder acetonhaltiger Nagellackentferner oder einfach reines Aceton. Aber auch der normale Nagellackentferner, wo der Aceton geht, dauert wahrscheinlich immer länger. Genau. Ansonsten haben wir jetzt, also sind wir jetzt auf dem Weg, die Matratze holen. Das hatten wir gestern eventuell schon angekündigt, dass wir noch eine Matratze suchen. Wir hatten vor ein paar Tagen jemanden angeschrieben mit einer Matratze, die ein bisschen größer ist, die man aber gut zuschneiden kann. Und da war es noch nicht sicher, ob die jemand anders kaufen will. Und wir haben jetzt, also der hat sich nochmal gemeldet und wir kriegen die und wir holen die jetzt ab. Wir fahren eine knappe Stunde, aber das ist es uns auch wert. Also, weil die vor allem mega günstig ist. Eben, und die Größe ist halt super. Ansonsten hätten wir so zwei Matratzen nehmen müssen oder irgendwelche alten Gammelmatratzen oder keine Ahnung. Und wie gesagt, ich hatte ja gestern schon erzählt, im Baumarkt die ganzen neuen Matratzen sind halt ja, relativ teuer und dann halt haben auch nicht die perfekten Maße. Deswegen holen wir uns jetzt halt eine Matratze.
Bettgestell ist das reine Baumaterial alles schon da. Für unseren Kleiderschrank, also sind die Euroboxen da. Und ja, genau, mal sehen, wie weit wir kommen. Wir müssen uns dann noch ein Bettlaken maßschneidern selber. Aus einem größeren, die Liegefläche wird 1,60 x 1,80. Und solche Bettlaken haben wir online jetzt nicht gefunden, aber wir haben relativ viele 2x2 Meter Bettlaken. Da werden wir eins nehmen und dann zurecht machen. Ja. Genau, also wir haben heute viel zu tun. Und deren Krankheit möchte ich haben. Da musst du, ne? Tecklenburg. Und ja, mal sehen, wir können dir eine neue Matratze dann auf jeden Fall mal zeigen. Das ist so eine coole mit so Bild. Ja, die ist 15 cm dick. Und es wird ganz cool. Ich hoffe, dass die auch bequem ist. Dreimal dürft ihr raten, wo ich mich befinde. Ich liege auf unserer fertigen Bettkonstruktion. Ich kann gleich einmal ein Bild von komplett einblenden. Ja, und ich würde sagen, sie ist mega stabil, mega bequem, echt groß und sieht total cool aus. Hier sind jetzt gerade die Gardinen verkehrt noch dran. Also Philipp hat die Gardinen wieder rangemacht. Die hatten wir jetzt fürs Bauen abgemacht. Die rote und die blaue müssen getauscht werden. Ansonsten, ja. Das ist echt cool. Genau. Und im Prinzip hat die Bettkonstruktion 2 Tage gebraucht, oder? Wir haben Freitagabend, glaube ich, die Spanplatten, UBS-Platten heißen die so, ich glaube, geholt und jetzt fertig. Hier ist nicht so viel Platz nach oben. Wir haben das aber mit Absicht gemacht, damit wir ganz viel Platz unten drunter haben. Stauraum und ja. Ich messe jetzt nochmal hier für die Küche aus. Wir haben schon mal grob gemessen. Und dann, mache ich hier noch ein bisschen unten sauber und filme auch nochmal einfach so das Bett von außen. Genau, und hier hinten kann ich rausgucken, aber niemand kann reingucken. Ganz praktisch. So, wir haben jetzt hier die Bettkonstruktion. Ich filme erstmal drunter. Hier stehen die Euroboxen. Links wird praktisch unser Kleiderschrank mit 3 Euroboxen. Jeder kriegt eine. Und rechts kommt ganz, ganz viel Zeug hin, Kinderwagen und so. Und im Prinzip von dem Pfosten bis zu dieser Reihe Pfosten, das Bett wird ja dann so eingeschoben, was auch immer. Und deswegen ist hier vorne praktisch jetzt dann noch Platz, wenn wir das Bett eingeklappt haben, dann zum Sitzen, Stehen, was auch immer. Aber auf jeden Fall geht der Stauraum nur bis hier, aber das reicht ja auch. So. Und jetzt sind wir von oben, also es sind 1,60 breit und 1,80 lang. Ja, hier ist noch das ganze Werkzeug. Ich mache jetzt hier mal unten eben sauber. Hier so alles, deswegen ist der Staubsauger auch noch hier.